Na, also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Und die kriegen jetzt erstmal natürlich alle einen Splitter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, das hätten wir schon mal. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. So, jetzt kriegen die Förderbänder. Ich gebe denen erstmal die kleinen. Das werde ich dann upgraden. So. Jetzt wäre das ja schlau, wenn ich immer so in Dreiergruppen arbeite quasi, weil anders macht's ja kaum Sinn. Hey! Also, nehmen wir mal an, wir nehmen hier. Hier, wir fangen hier an. So, okay. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, soll ich von hier? Ja klar, dann geht da dieselbe Anzahl rein wie hier und da, also theoretisch. So, aber das geht natürlich nicht, weil hinten der Eingang ist. Okay, alles klar. Genau, hiermit mache ich es mir doch eigentlich nur leichter, weil ich es für hübscher halte. Aber es wäre wahrscheinlich klüger, wenn ich das so regel. Das sieht scheiße aus. Besser. Okay. Hey, Knarz. Das machen wir hier jetzt auch. Und hier. Ich habe jetzt schon Angst davor, dass ich das nachher alles wieder abreißen kann, weil ich irgendeinen dummen Fehler gemacht habe. Man kennt mich ja mittlerweile schon dafür. So, und jetzt bleibt natürlich einer übrig. Das ist aber tatsächlich nicht so wild, weil wenn ich jetzt hier noch hiervon noch
also zwei weitere Reihen baue, da bleibt ja immer der letzte übrig und der kann dann mit dem versorgt werden. Das ist schon mal super. Und das hier sind jetzt genau drei. Was bedeutet, ich mache hier jetzt erstmal das hier noch zu. Was bedeutet, dass ich jetzt einen weiteren Splitter baue, aber den quasi. Scheiße. Lass mich wieder hoch. Aber den quasi einfach nur hier ranbaue. So, dann kann ich nämlich. Nein. Versuchen wir es mal so. Nein. Dann muss es der sein. Ja. So, hübsch. Hübsch, 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 hübsch. So. Und das machen wir hier jetzt auch einmal. Aber nicht bis zur letzten, weil, ne, ist klar, sondern nur bis hier so. Jetzt schauen wir mal. Nein. Ja! Nein, nicht den Boden. So. Sehr gut. Jetzt habe ich also die Möglichkeit, alles, was hier reingeht, wird dann in drei aufgeteilt, so wie das sein soll, und die werden dann auch noch mal in drei aufgeteilt. Wunderbar. Wundergut. Dann haben wir hier quasi, wie viele Eisenquellen habe ich denn da unten? Eins, zwei und da ist noch eine dritte. Es sind drei oder vier sogar. Also eins, zwei, drei. Ich zähle irgendwie nur drei. Eins, zwei, drei. Na gut, dann sind hier drei. Ich meine. Egal. So. Okay, das hätten wir. So, jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal, ich brauche eins, zwei, drei Fundamente für so einen kompletten Streifen hier. Für einen so einen kompletten Streifen da. So, und jetzt weiß ich, ne, das muss ja hier auch irgendwo rausgehen. Da brauche ich also mindestens auch noch mal ein ganzes Fundament für. Was bedeutet, machen wir es doch mal so. Sagen wir mal, dass hier der Ausgang auch in diese Richtung geht. Oder? Ja, ich weiß noch nicht so genau. Ich glaube, das muss ich erst mal erörtern, bevor ich hier weitermache. Probieren wir das an den kleinen hier aus. Also ich brauche, also an den Paaren, ich brauche auf jeden Fall einen Förderband-Fusionator in diesem Fall.
Es kommen ja hier auch wieder 30 raus.